Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder ein alt, aber spielenswert. In diesem Format stelle ich euch immer so ein paar alte Schätzchen vor, die jetzt nicht unbedingt die Spiele sind, wo ich sage, ihr müsst losrennen und die Info kaufen. Aber solltet ihr die vielleicht im Schrank haben und noch nicht ausprobiert haben oder ihr findet sie mal irgendwie für einen günstigen Taler auf dem Flohmarkt oder irgendwo sonst oder entdeckt sie bei Freunden und Freundinnen im Schrank, dann holt sie doch mal auf den Tisch. Und heute wird's kulinarisch, denn wir spielen Safranito. Safranito ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren und dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten. Erschienen ist es im Zoch Verlag und es ist von Marco Teubner, ja kein so ganz unbekannter Spieleautor. Was bei diesem Spiel jetzt schon mal als erstes auffällt, ist das sehr, sehr tolle Spielmaterial. Denn wir haben einen riesig großen Spielplan, das ist also jetzt nur die Hälfte davon, der hier mit so einem kleinen Pappknochen, will ich es mal sagen, zusammen gepuzzelt wird. Und dann hat jeder von uns noch einen Satz Pokerchips. Und das sind wirklich richtig coole, hochwertige Chips in unterschiedlichen Werten, die alle ein Loch in der Mitte haben. Und dieses Loch ist auch nicht unerheblich wichtig für den Spielablauf. Außerdem gibt es dann noch einige Karten, Gerichtekarten, Gewürze, die wir brauchen. Und natürlich auch noch einzelne Gewürzkarten, damit wir die Gewürze auch kaufen oder verkaufen können. Und damit der Warenfluss geht, haben wir auch noch jede Menge hübsches Spielgeld, was wirklich auch, wie ich finde, ganz ansprechend gestaltet ist. In Safranito haben wir immer verschiedene Phasen. Die erste beginnt nämlich damit, dass wir auf diesen Spielplan, der, wie ihr vielleicht so seht, hier auch so einen kleinen Rand hat, unsere Pokerchips draufwerfen. Und zwar immer mit der Rückseite nach oben. Und je nachdem, wo der Chip eben liegen bleibt, wenn alle geworfen sind, dann entscheidet darüber auch, wer welche Aktion machen darf. Und bei der Frage, ist der Chip denn noch gültig, kommt dieses Loch zum Tragen. Denn wenn ich durch das Loch auch nur noch den kleinsten Hauch des Tellers sehe, dann ist es noch gültig. Und wenn nicht, wie jetzt zum Beispiel, dann wäre das ein ungültiger Wurf und würde sozusagen nicht zählen. Dabei kann ich eben immer Gewürze kaufen oder verkaufen. Es gibt immer einen Spieler, der auch hier diese Gewürzmühle hat und dann sozusagen der Chefkoch ist. Das ist nicht so ganz unwichtig, weil der entscheidet auch, welche Sachen zuerst abgehandelt werden. Dann wird er erst verkauft und gekauft. Und dann können wir natürlich die Gerichte auch noch kochen. Es sind aber nicht immer alle Gewürze verfügbar. Das macht es natürlich zum einen etwas kniffliger und dadurch, dass ihr ja auch noch den Faktor habt, dass ihr diese Chips werft und natürlich sowohl eure eigenen als aber auch die der anderen Mitspielenden durch eure Chips ja noch bewegt werden im Laufe des Spiels, also im Laufe der Runde, kann es also sein, dass euer Chip später ja einfach wo ganz anders liegt, als ihr das eigentlich geplant habt. Und der Wert, der dann auf der Rückseite ist, die gehen von 10 bis 60, entscheidet dann auch zum einen noch, wer eben vielleicht dran ist, aber eben auch noch, wie teuer etwas für einen wird. Und ja, das sind viele kleine taktische Entscheidungen, die ihr in diesem Spiel treffen müsst. Und wie schon eingangs gesagt, es hat nicht nur ein ziemlich cooles Material, was wirklich hochwertig ist, es hat auch wirklich einen schönen Spielfluss und mit 30 bis 45 Minuten, gerade wenn man zu viert spielt, kommen wir schon so ungefähr an die 45 Minuten ran, hat es einen richtig schönen Spielfluss. Es hat natürlich diese Glückskomponente, es hat so ein bisschen diese Spannungskomponente. Wo landet mein Pokerchip? Geht er auch dahin, wo ich das eigentlich geplant hatte? Oder kommt vielleicht noch irgendjemand und räumt das ganze Feld nochmal auf und es geht dann irgendwie ganz anders weiter? Natürlich gibt es eben auch noch solche kleinen Sonderaktionen, dass ich also zum Beispiel noch einen Chip werfen darf, dass ich mir noch eine Rezeptkarte nehme, die nur für mich zählt, die also dann gar nicht für die anderen sozusagen sichtbar ist. Ich darf mir Gewürz umsonst nehmen oder aber auch ich darf Startspieler oder Spielerin werden und darf dann somit eben nicht nur anfangen, sondern wie ich eben auch sagte, so ein bisschen als Chefkoch auch über das ein oder andere entscheiden. Ich kann euch somit Safranito nur empfehlen. Ich habe das ganz zufällig mal irgendwo auf einem Flohmarkt entdeckt und dachte, naja, Marco Teubner, da kann man nichts falsch machen. Dann fand ich, dass es echt hübsch aussieht. War vollständig, schönes Material und es hat, glaube ich,
10 Euro gekostet und da dachte ich, ach komm, nehme ich mal mit. Und es war wirklich schon ein paar Mal, also einige Male schon auf dem Tisch. Es hat immer wieder Spaß gemacht. Und gerade auch für nicht so viel Spieler, weil es ja eben diese Glücks und so ein bisschen dieses Werfen und Setzen und Wetten und Hoffen, war das für die auch immer echt ansprechend. Wenn ihr also Safranito mal irgendwo in die Finger kriegt, dann würfelt nicht eine Runde, sondern werft eine Runde Chips, kocht was Nettes und dann mal sehen, wer von euch der beste Chefkoch sein wird. In diesem Sinne, spielt fleißig weiter, gerne auch mal die alten Schätzchen und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder.